Achievements wurden ursprünglich irgendwann mal als Anreiz in Videospiele eingefügt, um Spieler zu Höchstleistungen anzuspornen. Mittlerweile hat sich eine ganz neue Art von Achievements entwickelt. Und zwar Trophäen, die einzig und allein existieren, um komisch zu sein. Ein paar sind komplett bizarr. In The Stanley Parable musst du zum Beispiel einen kompletten Dienstag lang spielen und du erhältst die Trophäe Commitment. Für 24 Stunden Gameplay an einem Dienstag. Wer denkt sich sowas aus? Warum das nächste Achievement aus Metal Gear Solid 3 Ruf den Kurt heißt, kann uns ja vielleicht mal jemand in den Kommentaren erklären. Um dieses Achievement zu kriegen, musst du Snake zum Kotzen bringen. Am einfachsten geht das, wenn er verdorbene Nahrung zu sich nimmt. Oder du lässt ihn sich 10-mal im Kreis drehen, was kein Magen aushält. Geh ins Menü und dreh Snake um die eigene Achse wie in einem Kinderkarussell. Er wird in der nächsten Einstellung reiern. Das ist zwar lustig, aber du machst es besser nicht zu oft, weil sich Snakes Ausdauerleiste dabei erschöpft. Die Kotzerei hat einen interessanten Nebeneffekt. Du kannst damit jegliches Gift in deinem Körper loswerden. Dein Mageninhalt ist ja wieder leer. Die Metal Gear Solid-Reihe ist immer wieder für eine Überraschung gut. Das kostenlose Erkundungsspiel Pineapple on Pizza ist kurz, schön bunt und hat einen dreckigen Humor. Du startest es und siehst eine fröhliche kleine Insel voller Menschen, die tanzen, spielen und generell eine gute Zeit haben. Die Spielzeit beträgt nur circa 10 Minuten, je nachdem, wie sehr du dich auf der Insel umschaust. In Wahrheit ist das Ende des Spiels insgesamt ein seltsames Ereignis, das du so niemals erwartet hättest. Für das Ende bekommst du quasi den Erfolg. Lauf einfach den Berg hoch und spring in den Vulkan, der dadurch aktiviert wird. Lava wird hochsteigen und die Insel langsam überfluten. Du bekommst für diese Grausamkeit die Trophäe »Der Boden ist Lava«. Jetzt kannst du vom Meer aus zusehen, wie die Bewohner der Insel rumkreischen und vor der Lava Reißaus nehmen. Absurder kann ein Achievement nicht werden. Versprochen. Im Third-Person-Shooter Eat Lead – The Return of Matt Hazard von 2009 schlüpfst du in die Rolle von Matt Hazard, der seine Zeit damit verbringt, mit seiner Waffe auf Dinge zu zielen, um sie zum Explodieren zu bringen. Matt ist noch cooler und härter als Duke Nukem und seine Sprüche noch witziger, jedenfalls laut Spielebeschreibung. Es vergeht keine Minute, ohne dass dir lustige Sprüche um die Ohren fliegen. Ganz am Ende des Spiels erhältst du das Achievement Multiplayer Master. Was schön und gut ist, nur erinnerst du dich nicht daran, einen Multiplayer-Modus gespielt zu haben. Es stellt sich heraus, das Spiel hat gar keinen Multiplayer-Modus. In der Beschreibung der Trophäe heißt es, was? Kein Mehrspieler-Modus? Tja, wir können die Errungenschaft ja schlecht zurücknehmen. Das ist die bizarrste und unverdienteste Trophäe ever. Nach der Multiplayer-Trophäe kann es kaum absurder werden. Wir probieren's mal. In Hate Plus, dem 2013 erschienenen Nachfolger von Analog A Hate Story, erkundest du die üblichen Mystery-Visual-Novel-Themen und lustige Dinge wie Backen, Cosplay und Transhumanismus? So steht es jedenfalls in der Spielebeschreibung. An Tag 3 der Geschichte im Spiel bittet dich deine Waifu, also deine virtuelle Freundin im Spiel, um einen Kuchen. Um einen echten Kuchen. Das Spiel erwartet von dir, dass du einen backst, und zwar im Real Life. Um zu beweisen, dass du auch wirklich einen gebacken hast, musst du dann ein Bild von diesem Kuchen an die Entwickler schicken, per Mail. Und das haben ein paar Spieler auch getan. Der User Darthomix hat dieses Backvideo auf YouTube gepostet. Sobald das Kuchenfoto vom Team abgesegnet wurde, erhält man das Achievement Kochen nach Vorschrift. Komplett abgefahren. Kernaspekt unserer Spezies. Mit den zugehörigen Sehnen. Und jetzt in den Mülleimer. In Half-Life 2 trennt sich die Spreu vom Weizen und es stellt sich heraus, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ein Kopf steht im Flur Wache und ranzt dich an, dass du gefälligst die Dose, die vor dir auf dem Boden liegt, in die Tonne werfen sollst. Das kannst du tun, wofür dir das Spiel ein Achievement verleiht. Das heißt, ab in die Tonne, aber die Übersetzung finden wir schlecht. Im Englischen heißt das Achievement nämlich Submissive und das trifft den Nagel auf den Kopf. Unterwürfig ist genau die richtige Bezeichnung für eine Aktion, die du ausführst, wenn man es dir befiehlt. Und jetzt fängt der Spaß erst an. Du kannst nämlich auch anders handeln und dem Wächter die Dose rotzfrech mitten ins Gesicht schmeißen. Dafür brauchst du Eier. Du erhältst für deine aufmüpfige Art ein geheimes Achievement namens Kein Respekt. Wie gut ist das denn? Valve hat also deine Reaktion vorausgesehen und vergibt ein Achievement dafür. Genial. Den
Wir geben zu, dieses Achievement ergibt Sinn, weil es die Story unterstützt. In Half-Life 2 hast du einen langen Sandstrand vor dir, den du überqueren musst. Du hast nur ein Problem. Im Sand lauern gefährliche Ameisenlöwen, die durch die leichteste Bodenvibration aufgescheucht werden und angreifen. Es kommt dir anfangs wie ein Kinderspiel vor, wenn du von Stein zu Stein hüpfst und tunlichst darauf achtest, kein Körnchen Sand zu berühren. Schon bald hört der Spaß auf und die Arbeit beginnt. Denn Felsen gibt es jetzt keine mehr und du musst dir mit Holzplanken helfen, die du vor dir platzierst. Falls es dir gelingt, den Strand zu überqueren, ohne jemals auf den Sandboden getreten zu haben, dann erhältst du dafür das Achievement auf dem Sandweg. Someone's coming. You there! Stop where you are! Stay on the rocks! No! 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 Oh, are they dead? Let's gently poke the furry one and find out! Eine der witzigsten Szenen aus Deadpool könnte, wenn es nach uns geht, ewig dauern. Deadpool legt den ohnmächtigen Wolverine auf dem Boden ab und versucht, ihn mit Ohrfeigen wieder zu Bewusstsein zu bringen. Die ersten paar Ohrfeigen sind also erste Hilfeklatscher. Was danach kommt, ist nur noch bösartig. Deadpool haut Wolverine rechts und links eine rein und schmeißt ihm an den Kopf, was ihn schon immer an ihm gestört hat. Die Klatscherei beginnt ihm Spaß zu machen und er lässt einfach all seinen Frust raus, den er in sich trägt. Du als Spieler könntest die Schlägerei jederzeit abbrechen. Wenn du es nicht tust, kannst du sage und schreibe 100 Ohrfeigen verteilen, was einige Zeit dauert. Irgendwann stoppt Deadpool von alleine und du erhältst ein Achievement. Das heißt, versuchen wir es nochmal. Der Humor in Deadpool-Spielen ist der schwärzeste überhaupt. Im Open-World-RPG Kingdom Come Deliverance müssen Spieler in der herben, mittelalterlichen Welt die richtigen Entscheidungen treffen, um zu überleben. Du bist ziemlich frei in deinen Entscheidungen und kannst vieles tun, zum Teil auch kuriose Dinge. Je nach Lebenswandel des Protagonisten gibt es dafür diverse Belohnungen. Sollte dein Charakter zum Beispiel gern mal einen heben, dann kannst du ihn zu einem waschechten Alkoholiker machen, wofür du auch noch belohnt wirst. Besorg dir einen großzügigen Vorrat an Flaschen, also Bier oder Wein oder Moonshiner-Schnaps und leg los. Trink weiter, bis das Spiel dir sagt, dass du nicht mehr weiter trinken kannst. Nach 24 Stunden wiederholst du die Prozedur. Du kannst nicht nur fürs übertriebene Saufen ein Achievement erhalten, sondern auch fürs Fressen. Das Achievement Fettsack bekommst du, wenn du ganze 3 Tage lang durchfrisst. Wir verabschieden uns mit einem letzten urkomischen Achievement, das von dir verlangt, deine Framerate so runterzufahren, dass es ruckelt. Willkommen bei Vicious Attack Llama Apocalypse, einem witzigen Top-Down-Shooter von 2018, in dem du eine Menge Lamas abschießen musst. Die einzige Möglichkeit, diese Errungenschaft freizuschalten, ist, jede Menge Explosionen zu verursachen. Die Errungenschaft Momentary Peasantry erhältst du, wenn die Framerate auf ein Niveau sinkt, das die Entwickler als bäuerlich bezeichnen. Also etwas, von dem man annehmen würde, dass es nie mit einer Errungenschaft belohnt werden würde. Überschwemm deinen Bildschirm mit Fahrzeugen, warte auf eine Horde Lamas und sieh zu, wie das Geruckel auf dem Bildschirm für eine nette kleine Belohnung in Form eines Achievements sorgt. Danke fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.